Aufstellen gleich. Typen C. Aber das ist nicht schlimm, das glaube ich nicht. Da bin ich ja schneller mit meiner Base wie du hier unten mit. So, unter 1000. Ich glaube, ich bleibe besser an der Base und beobachte den Sergeanten. Wenn er sich in deine Richtung aufmacht, kann ich dich wenigstens warnen. Okay. Ist das ein Deal? Ja, klar. Und er ist immer noch da bei den Bäumen, wo er mich erwischt hat. Habe ich mir ein Achtfachvisier gebaut, dann kann ich den immer wieder anvisieren und sehen, wo er ist. Der Sergeant da rumfliegt. Muss ich wahrscheinlich auf die Balliste dann da. Ist der ein normaler NPC? Ja. Elite? Ja. Also kein Boss, oder? Einfach ein Elite-Mob. Elite-Mob, ja. Wenn ich jetzt die Balliste da auf Elite-Mob einstelle, wird der wahrscheinlich gepult. Dann zerstört er meine Base. Dick hat noch 60 Leben und der Sprit ist alle. Okay. Ja, nicht übel. Na ja. Ja, dann hau doch irgendwie mit einer Axt oder mit der Motorsäge das noch weg. Und was auch immer, tritt dagegen, hau in den Fäusten. Ja, ich glaube, das funktioniert nicht. Kann es probieren, aber. Doch, das funktioniert mit der Motorsäge auch. Ja, siehst du. Also auf die Tür und dann auf den Rahmen. Jawohl, gefallen. Ja, nice. Tanja, weiblich. Nichts einstecken.
Dann gucken wir mal in die Aufbewahrungsbox. Bett zerstören. Bis jetzt habe ich nur einen Schlafsack gesehen, aber. Ja, ja, mein Schlafsack, da ist der Kanteel. Aber schon Erfahrung zusammen jetzt. Na, siehst du, haben wir beide was gelernt. Kriegst du eigentlich Stuff raus, wenn du so eine Wand zerstörst, nicht, oder? Nö. Nee. Weil sie nicht mir gehört. Alles klar. Und Holzkiste hat 3000 Leben. Ich denke mal auch, dass der dann so im Beacon das gute Zeug im Beacon verstaut hat vorher. Sie ist ja weiblich. Was haben wir denn hier? Oh, zwei Druckplatten. Etwas Salz. 10 Fische, 4 Silizium, 1 Blei. Das ist nicht. Druckplatten kann ich dann brauchen. Zwei Stück habe ich gelootet hier bei ihm. Nur nice, hier. Nice. Ist ja eine Sie. Komm, dann nehmen wir das auch mit und packen das in die. Nehmen wir alles mit. So. Mit der Kettensäge den Ofen. Macht man noch die ganze Kette stumpf. Ja, kein vernünftiger Holzfäller auch nicht. Ich bin ja angelernt bei meinem Sohn. Ich würde eine Kettensäge für Stein nehmen, also. Nee, kein normaler Mensch würde das machen. Mal gucken, ob er was im Ofen hat. Das ist schon das, aber wie lange das da rumfliegt. 33 Holz und 2 Toner. Avitz. Oh, der hat hier eine ganze Menge Zeug aus dem Dorf geholt, wie ich das sehe hier. Wolfram. Na, der hat das Dorf richtig gefarmt. Ja. Und alles in der Zeit, wo ich geschlafen habe. Baut sich hier ein schönes Dach und so weiter. Aber. Ansonsten ist nichts. Ich weiß gerade nicht, wo der Sergeant ist. Ich sehe ihn nicht. Ich glaube, das brauche ich gar nicht probieren.
Nein, 150.000, das machen wir nicht. Wie gesagt, ich will, sehe ich den Sergeant nicht mehr. Das heißt nichts, dass du den nicht siehst. Nur, dass du wenn du dich bewegst, nach oben schaust. Ja, meistens macht man das nicht. Ich sehe dich wirklich nirgends momentan. Ah, doch, jetzt habe ich ihn wieder. Ich sehe, ist noch hier. Siehst du? Aber da kann man sagen, hier, Tanja ist auch kein Anfänger. Nee, der wusste, wo man routen muss. Ja, und den guten Stadtballer in der Gegend. Oder direkt schon verbaut. Ja, er hat hier ja nichts gebaut. Außer das, was er im Dorf gelootet hat. Nein, das Dorf loot einfach direkt verbaut. Aber dass er keine PvP-Zeit eingestellt hat. Oder ich kann ihn Das noch nicht war ein sehen. Fehler. Sagen, jetzt hält er ab. Nee. Jetzt stellt er sich einfach mitten in die Ampel. Ja, kann schon sein, dass genau so ein Jetpack mit Kanonen, wie der anhat, für den letzten Slot möglich ist. Ja, Jetpack kann ich mir vorstellen, aber Kanon glaube ich nicht. Aber wer weiß. Ja, eben, dass man es aufwerten kann, also genauso wie der ist. Das kann sein, ja. Ach nee. Was denn? Im Chat Banana. 040. Das Ist sind das so die, einer? die meine große Base geraidet haben. Ist das Obwohl so der einer? jetzt Banana 040 heißt, aber das wird derselbe sein. Der andere hieß Bananas mit S. Bananas? Ja, Bananas, ja. Wer macht die Ananas? Bananas. Dann ist sie nass. So, ich mache wieder den Raid. Ich sehe den Sergeant momentan nicht. Ja, Noch also nicht informiert. das hat sich wirklich nicht gelohnt, ne? Die Mühe. Ja, nicht Aber wirklich. testen muss man ja. Ja, aber die Druckplatten und so, die kann ich wirklich gut gebrauchen. Ja. Ja, dann kann ich nämlich schon mal
die Druckplatten setzen und schauen, wie das funktioniert mit den Druckplatten und der Tür. Ja, einer habe ich ja noch im Ding, im Lager und hast du schon drei. Boah, nice. Das ist natürlich geil. Ich würde sie da ja jetzt vorbeibringen, aber da Ja, wenn du ich habe auch Richtung Respekt Nord, vor dem Sergeanten. ja, du brauchst ja nur im Norden durchzulaufen. Der ist da am Strand, an den Bäumen, da wo unsere Treppe ist. Ach, an unserer Treppe ist der. Ja, der ist bei unserer Treppe. Oben oder unten? Oben, in den Bäumen oben. Wenn du vorbeikommst, kann ich dir ein bisschen Öl abgeben. Für die Mühe und alles. Alles gut. Dann kannst du dir wieder noch ein bisschen XP farmen mit dem Öl. Ja, ich auf dem Weg zu dir mache ich sowieso Holz. So viel Sprit, wie ich noch drin habe. Muss mir unbedingt Schrotmunition machen. Da hast du Schrotmunition noch. Na, ich habe nur noch 7 Schuss oder so. Glaube, ich habe noch ein bisschen. Ja, so 50 Schuss kann ich dir locker abgeben. Das Spielen ist viel angenehmer, wenn man PvP-Schutz hat, ne? Oh ja, das gibt Nicht einem ständig. so eine Sicherheit. Nicht ständig umdrehen müssen, ob einer hinter dir steht. Und ja gut, ich meine, das kann ja immer noch passieren, dass jemand hinter dir steht, Ja. aber nicht in der Nähe deiner Base, wenn du da Maschinengewehr oder sowas anhast oder Balliste, dann in der Nähe. Ach, Ja, Barbecue. richtig. Ich glaube, die sind vom anderen Server rübergekommen. Weil Banana 040 hier jetzt, das wird derselbe sein wie ba Bananas auf dem anderen. Ich habe Gut mich da ja möglich, ja. verabschiedet und habe gesagt, hier 20 Leute haben keine Lust mehr zum Spielen, weil die alles abgeredet haben. Viel Spaß beim Alleine spielen, Leute. Das wäre genau das, wenn wir beide hier den ganzen Server unter den Nagel reißen. Ich meine, das ist ja das Ziel, aber. Echt? Ist das das Ziel? Nicht? Alle unter Jochen und Knechten. Ich dachte, mein Ziel ist eher eine uneinnehmbare Base zu bauen. Ob sowas gibt, uneinnehmbar. Ich weiß es nicht. Wir haben das so ausgewogen, also mit genügend Ja, eben. Materialschlacht wirst du auch verlieren. Wenn Was du denen jetzt meinst, ja. scheißegal ist, was weiß ich, nehmen wir mal an, deine Kanonen wären voll. Aber die Wut. Und die haben, was weiß ich, 200 Panzer in petto, keine Ahnung. Halt Materialschlacht. Und dann fahren die einen Panzer nach dem anderen rein, werden abgeschossen, dann wird deine Muni leer und dann, sobald deine Muni leer ist, haben sie gewonnen. Das Ja, wird dann muss ich ja. zum Ende hin, wird das nur noch eine reine Materialschlacht werden.
Der am meisten gefarmt hat und am meisten Money und so weiter und ja, ist ja wie im Krieg auch, ne? Richtig. Die am meisten Panzer haben und so weiter und das in die Schlacht werfen können, die gewinnen zum Schluss. Und so ist das hier auch. Denke ich. Zu. Bist Das ist ja keine Festung mehr, was du hast. Das ist ein Schloss. ja, bald ja. So, hier bin ich. Dann droppe ich dir mal das. Pass auf mit dem. Ah ja, doch, Das. das sehe ich. Das. Die Pump-Action kannst du wieder mitnehmen, die habe ich. Die hast du schon. Ja. Ist Ach gedroppt was? und ich habe keinen Platz mehr für Öl. Hier, ich packe da in denselben Sack, packe ich die Platten rein. Im Austausch. Jo, Hast hab. du? Jo, hab sie. Okay. Bis später. Ja, da, jo, dann hast du, kannst du jetzt wieder Benzin craften. Danke dir für die zwei Platten. Ach, wir spielen doch Mega. zusammen und du machst die Mega, Raid mega. Base und ich mache eben die Verteidigungsbase. Na, ich Macht mache Spaß. halt einen Mix. Ja, klar, ist logisch. Ich ja auch. Aber ich baue nur bis Level 10, weißt du? Dass ich Level 10 sicher abfahren kann oder vielleicht später noch auf Level 15. 15. Aber mehr wie Level 15 gibt es bei mir an der Base nicht. Ah, okay. Deswegen machst du die Raid Base, dass wir auch wenn Level 50 oder so abfahren können. Ja, das wird dann schon so ziemlich Das heftig. ist der Plan. Das ist das Ziel. Der Plan ist das Ziel. Genau. Oder so. Wo ihr Ja, euch gleich. der Plan ist halt eine Raid Base, die gleichzeitig auch Death Base ist. Ja. So können Feinde, die zu nah an eine Raid Base kommen, werden einfach direkt weggeballert. Jetzt habe ich schon 17 Wolframbarren. Oi. Einfach weil. Einfach weil die das da so lieb sind und mir das droppen. Schon neun, über 9000 Wow, das ist eine Hausnummer. Ätherscherben. Pass auf, nicht, dass du da den Sergeanten dann in. Weiß gerade nicht, wo er ist. Ah, du bist unten am Strand, oder wie? Ja, ich repariere gerade die Treppe. Ja, aber pass auf, da in der Nähe, zwar oben in den Bäumen irgendwo war er. Momentan sehe ich ihn halt nicht. Und da ich von Tanja den Reparaturhammer gelootet habe, habe ich gedacht, na, Jo. ist sowieso Holz und Fasern zum Reparieren. Dann sagen wir mal Danke.
Jawohl, ist repariert.